Nachruf an Lonely. Glücklicher Zufallskauf. Zwischen den Welten. Wasser, Luft. Wieder von dem blauen Planeten verschwunden ins Nichts. Ohne Gruft. Verschwirrung. Grob deinen Bann verloren. Meist schwarmlos zuckst Schwimmbahnen. Von deiner Horde distanzierend, verwoben im Nass. Die Morde dich aß, never know, nur ahnen. Enthoben, Nenyam Ski. Auf Erden für dich nie gut gehen, kein drittes Gehgut mehr in 12 Räumen. Inters Ex-Fisch. Es verabschieden sich die Betrachtenden aus ihren Welten mit Hochachtung vor deiner Einzigartigkeit. Ja, das war eigentlich so, dass der Sarafisch, der schöne siamesische Kampffisch, gestorben war. Der war echt schön und das war schon mein erster Fisch eigentlich, der gestorben ist. Und irgendwie habe ich das dann sofort kompensiert mit einem neuen Fischwurfkauf. Und diesmal Schwarmfische, ein völlig überstürzter Kauf. Ich tue die Fische ins Wasser und die waren irgendwie alle total wild. Ich habe mich bei einem Fisch halt dann besonders schwer getan irgendwie. Mir war es am Anfang eh nicht ganz klar, wie schaut der aus, wie ist das jetzt Männchen oder Weibchen. Und bei einem Fisch habe ich mich halt besonders schwer getan. Der hat dann irgendwie so beide Merkmale gehabt. Und dann war das ab dem Zeitpunkt so ein bisschen der besondere Fisch. Und der ist auch immer so alleine rumgeschwommen. Und ich fand es aber ganz toll, dass der immer so sein Individualverhalten mehr hatte als diese, das ist eigentlich ein Gruppenfisch und er schwamm aber immer in seinem Revier rum. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, oh, der ist ein Außenseiter. Also, okay, ja, tut sich vielleicht ein bisschen schwerer. Und er ist aber auch immer zurückgeschwommen, also er hat sich eher immer angreifen und vertreiben lassen, das hat man schon gemerkt. Dann ist er halt immer irgendwie dünner geworden und ist so auch heller geworden. Die anderen haben immer mehr Farbe bekommen und er eher nicht so. Und das ging dann eigentlich ganz schnell, dass er also irgendwie noch armer ausgeschaut hat. Und dann habe ich versucht, den irgendwie ein bisschen aufzupäppeln und zu beobachten, was der da mehr so macht. Und dann ist mir halt aufgefallen, okay, der schwimmt zum Futter hin, wenn ich es rein tue, schwimmt aber komplett am Futter vorbei und das interessiert ihn nicht. Und also dreht sich dauernd nur im Kreis und schwimmt hin, schwimmt aber wieder zurück, ohne es zu schnappen. Und dann habe ich wirklich das Futter ausprobiert und so und das hat alles nichts geholfen. Und plötzlich lag er halt dann mal am Boden. Ja, am Lonely, am Intersexfisch, habe ich halt irgendwie gemerkt, der war sehr eigen im Vergleich zu den anderen einfach. Aber das war halt wahrscheinlich auch sehr tödlich für ihn. Glaubst du, sind sie in Gedanken versunken, wenn sie gut stehen bleiben? Ja, ich glaube, das ist so wie bei uns Kastengucken. Das war irgendwie schräg, weil ich habe mir gedacht, Fische, ja, das ist schon irgendwie komisch. Also warum kauft man sich überhaupt ein Aquarium? Und ich habe aber dann echt so eine Art Zurückerinnerung gehabt. Vor 10 Jahren habe ich da
exzessiv immer das Sims-Spiel gespielt. Und beim Sims-Spiel muss man ja die Wohnung einrichten. Und die Wohnung kann man dadurch schöner gestalten, indem man ein Aquarium zum Beispiel reinstellt oder eine Staffelei. Und die Figuren in Sims, wenn du die dann vor dieses Aquarium stellst, die machen halt dann ungefähr fünfmal oder irgendwelche ganz komischen Geräusche. Und dann gehen sie wieder. Aber der Level füllt sich, also der Wohlfühl-Level. Und sie werden dadurch erfolgreicher in Arbeit und auch privat im Liebesleben finden sie leichter dann die richtige Partnerin oder den richtigen Partner. Und ich habe mir gedacht, irgendwie, also ich weiß nicht mehr, ich kann es ja mal probieren. Stelle ich mich halt dann auch ab und zu mal davor und mache A und O. Und es ist wirklich so, dass es irgendwie irgendwo beruhigt, wenn man länger hinschaut. Oder? Und es führt einen immer so ein bisschen in eine andere Welt. Für mich sind Fische schon einfach spannend, weil sie im Wasser leben und weil ich das Wasser wahnsinnig gern mag. Wenn ich im Wasser bin selber, dann ist das ist unglaublich angenehm einfach. Und es geht mir gut im Wasser. Und von dem her ist es schon irgendwie, so abstrakt es eigentlich ist, diese Identifikation mit Fischen, ja, ist irgendwie schräg. Ich habe es noch nicht geschafft, dass ich jetzt so tief das Aquarium in meine Träume einbaue, dass ich da jetzt als Fisch da rumschwimme. Das ist mir noch nicht passiert. Nur beim Tauchen, beim Schnorcheln war es halt extrem angenehm. Da habe ich mich dann wirklich kurzzeitig wie ein Fisch gefühlt. Da habe ich plötzlich irgendwoher nochmal eine Luft bekommen und war wirklich sehr lange im Wasser, ohne zu atmen. Da habe ich mir gedacht, mir wachsen Kiemen. Also das war so ein schräger, magischer Moment. Das war irgendwie wild.